أشهد أن لا إله إلا الله. Dem Ruf des Muezzins, der den Beginn des Fastenmonats Ramadan verkündet, ist eine genaue Beobachtung des Mondes vorausgegangen. Denn der religiöse Kalender in der islamischen Welt basiert auf der wechselnden Gestalt des Mondes. Das sogenannte Neulicht, die erste Sichtbarkeit des jungen Mondes, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mit dem Erscheinen der schmalen Sichel am Abendhimmel wird der Monatsbeginn markiert. Der Abstand von Neulicht zu Neulicht beträgt 29,5 Tage. Ein synodischer Monat, der durch die genaue Beobachtung der Mondphasen in Wochen eingeteilt werden kann. Die praktische Bedeutung des Mondkalenders wird an der bis heute gültigen Wochenzählung deutlich. Trotzdem ergab sich ein Problem. Das Sonnenjahr mit 365 Tagen ist 11 Tage länger als das Mondjahr mit 354 Tagen. Um Sonnen- und Mondkalender zu harmonisieren, musste etwa alle 3 Jahre ein Schaltmonat eingefügt werden. Im antiken Babylon schaltete man zu Frühlingsbeginn. Wann dies bei uns geschah, ist nicht bekannt. Wichtige Kalenderdaten sind auf der Himmelsscheibe von Nebra zu sehen. So markieren die Enden der Horizontbögen exakt die Angaben zum Sonnenlauf an den Sonnenwänden. Der Mond in Stellung zu den Plejaden verweist auf Frühlings- und Herbstbeginn. Das fanden Astronomen bisher heraus. Ob der Goldkreis den Vollmond oder die Sonne darstellen soll, blieb rätselhaft. Ebenso, warum die Mondsichel leicht vergrößert dargestellt ist. Seit Jahren ist in Hamburg ein Mann vom Rätselbild aus der Bronzezeit besonders fasziniert. Wie viele Astronomen versucht auch Ralf Hansen, die Geheimnisse der ältesten konkreten Abbildung des Sternenhimmels zu lüften. Mein Ausgangspunkt war, dass ich die Dickel der Sichel erklären wollte. Denn diese Sichel ist keine Neulichtsichel. Es ist keine Sichel, wie ich sie sehe, wenn der Mond das erste Mal am Abendhimmel auftaucht. Die Sichel ist dicker. Es ist eine Sichel, die etwa einem 4,5 Tage alten Mond entspricht. Um das Alter des Mondes zu ermitteln, wird sein Durchmesser ins Verhältnis zur Dicke gesetzt. Mit 4,5 Tagen ist die Sichel auf der Scheibe älter als das knapp 2,5 Tage alte Neulicht des Mondes. Doch warum genau wurde ein Mond dieses Alters dargestellt? Die Erklärung dafür findet sich in einer babylonischen Keilschrift, dem Mul Apin, ein 2600 Jahre altes Textkonvolut, eine Sammlung astronomischer Daten aus frühester Zeit. Es enthält eine Schaltregel, die mit einer Mondsichel im Frühlingsmonat Nisanu operiert. Genau so eine Sichel ist auf der Scheibe zu sehen. Wenn am 1. Nisanu Mond und Plejaden in Konjunktion stehen, so ist dies ja normal. Wenn erst am 3. Nisanu, so ist dies ein Schaltjahr. Erster Nisanu 2 Tage alter Mond, 3. Nisanu 4 Tage alter Mond. Und konkret lautet diese Regel, wenn ich einen Mond sehe, der so dick ist wie auf der Scheibe, und dieser Mond steht bei den Plejaden in dem entsprechenden Monat, im Frühlingsmonat, dann bin ich im Kalender falsch und muss einen Schaltmonat einlegen, um das wieder gerade zu rücken. Die Schöpfer der Scheibe erdachten ein ausgeklügeltes Bildprogramm. Wenn die Sichelform genau diese Information enthält, kann die Anzahl der Sterne kaum Zufall sein. 25 goldene Punkte plus die 7 der Rosette ergeben 32 Sternensymbole, die auch als Zählhilfe dienen. Denn will man den Zeitpunkt des Schaltens anders ermitteln, kann man auch vom vorhergehenden Neulicht auszählen. Wenn der Mond genau 32 Tage später bei den Plejaden steht, ist dies ein zusätzliches Schaltsignal. Seine Sichel ist dann genauso dick wie auf der Himmelsscheibe dargestellt. Ich kann diese 32 Sterne also auch interpretieren als 32 Tage, die seit dem letzten Neulicht vergangen sind. Und dann, wenn die Sichel des Mondes nach 32 Tagen erst bei den Plejaden steht, weiß ich, dass auch wieder die Notwendigkeit besteht, einen Schaltmonat einzulegen. Ich habe also diese Schaltregel praktisch zweifach verschlüsselt auf der Scheibe. Einerseits durch die Dicke der Mondsichel und andererseits durch die 32 Punkte.
Um herauszufinden, ob eine babylonische Schaltregel auch am nördlichen Himmel funktioniert, wird im Hamburger Planetarium der Sternenhimmel der Bronzezeit simuliert. Die Plejaden sind nicht immer am nächtlichen Himmel zu sehen. Im März verschwinden sie in der Abenddämmerung. Das wusste man bereits im alten Babylon. Seine Astronomen hatten erkannt, dass die Stellung des Mondes zum Siebengestirn wie der Zeiger einer kosmischen Uhr funktioniert. Sonnenlauf und Mondjahr sind synchron, wenn im Frühjahr eine dünne Sichel bei den Plejaden erscheint. Wird sie zu dick, ist der Kalender außer Takt. Ein Schaltmonat muss eingefügt werden. Das gilt auch für Mitteleuropa. Doch wussten das die Schmiede der nördlichen Bronzezeit? Wahrscheinlich, denn auf der Himmelsscheibe ist weiteres Wissen verschlüsselt. Wenn ich aber mir genauer angucke für die damalige Zeit, wie der Ablauf war, dann hat die schmale Sichel mit den Plejaden den Frühlingsmonat eingeleitet, aber 12 Tage später, bei Vollmond, hatte ich jetzt den Frühlingsanfang, den kalendarischen. Das heißt, der Vollmond hat uns damals gleichzeitig den Frühlingsanfang angezeigt. Und in vielen Kulturen beginnt mit Frühlingsanfang auch das Sonnenjahr. Das heißt, der Vollmond zu Frühlingsanfang leitet über zum neuen Sonnenjahr. Das heißt, dieses eine Element kann mir sowohl den Vollmond zu Frühlingsanfang darstellen, aber auch gleichzeitig die Sonne, die an diesem Tag ihren neuen Lauf, das neue Jahr beginnt. Sonne und Mond in einem Bild bezeugen Abstraktionsfähigkeit und einen erstaunlichen Wissensstand. Die 32 einzelnen Sterne auf der Scheibe in Verbindung mit der Sonne könnten 32 Sonnenjahre symbolisieren, die, zählt man den Goldkreis hinzu, genau 33 Mondjahren entsprechen. Den Astronomen der Bronzezeit waren ganz wesentliche Teile der Himmelsmechanik bekannt. Wie dieses Wissen ins heutige Mitteldeutschland gelangte oder ob es gar in der Heimat der Kreisgrabenanlagen entstand, bleibt Spekulation, da die schriftlichen Zeugnisse fehlen. Fest steht, die Himmelsscheibe von Nebra diente als astronomisches Mimogramm. Meine Arbeitshypothese ist folgende: Die Scheibe folgt nicht dem üblichen Bildduktus prähistorischer Zeit, weil sie sich nicht an die gleichen Betrachter richtet. Das heißt, sie richtet sich nicht an irgendwelche Gläubigen, an eine größere Menge von Menschen, sondern sie wurde von einem Einzelnen oder einer kleinen Gruppe geschaffen, um in schriftloser Zeit äußerst bedeutsames Wissen niederzulegen, um es selbst memorieren zu können oder aber um es an nachfolgende Priester, Söhne, dynastische Verbindungen weiterzugeben. Die Scheibe diente also als Gegenstand der Erinnerungskultur. In Europa ist die frühe Bronzezeit eine bilderfeindliche Zeit. Wenn Bilder dargestellt werden, dann meist als piktogrammartige Ritualdarstellungen. Himmelsabbildungen, von den ägyptischen Sternendecken der Pharaonengräber bis in die Neuzeit, sind alle mythologisiert. Das heißt, die Sterne sind immer in Figuren oder Fabelwesen eingebunden. Eine so nüchterne Darstellung wie auf der Scheibe ist völlig unbekannt. Doch welche Erklärung gibt es dafür? Dieser Gegenstand der Erinnerungskultur war wahrscheinlich verborgen, nur einzelnen zugänglich, enigmatisch. Möglicherweise gelang es 1, 2, 3 Generationen, das Wissen zu datieren. Das Wissen ist allerdings an den Text gebunden. Das heißt, das Bild allein funktioniert nicht. Die Pflanzergesellschaften der frühen Bronzezeit waren nicht in der Lage, dynastische Verbindungen aufrechtzuerhalten. Sie basierten auf charismatischem Wissen. Das bedeutet, irgendwann reißt die Traditionslinie ab und ein neuer Vertreter der Elite bekommt die Scheibe in die Hand. Er hat das Wissen verloren, da er die Textlichkeit, das heißt die Erzählung dazu nicht hat. Für ihn ist die Scheibe genauso rätselhaft wie für uns am Anfang unserer Untersuchung. Und das bedeutet, er erkennt wahrscheinlich die Plejadenregel, kennt aber die Schaltregel nicht.
Das wiederum bedeutet, dass er die Scheibe, die ihm nüchtern und rätselhaft erscheint, im Wissen erweitern möchte. Er bringt Horizontbögen an, bringt zusätzliche Informationen an und zerstört doch weite Teile der alten Informationen. In späteren Generationen wird ein Schiff auf die Scheibe angebracht. Das Schiff zeigt das neue Symbol der bronzezeitlichen Religion, des Schiffstransportes mit der Sonne. Die Scheibe ist jetzt endgültig ein Ritualgegenstand. Sie wird auch gelocht, denn sie wird vermutlich standartenartig auf einem neuen Träger der Allgemeinheit präsentiert. Sie ist nicht mehr ein verborgener Gegenstand, sondern ein öffentlicher Ritualgegenstand. Und als dieser hat sie vermutlich nicht sehr gut funktioniert. Deshalb wurde ein Horizontbogen entrissen und sie wurde deponiert, den Göttern geopfert. Welche Götter das waren, ist ebenso unbekannt wie die damit verbundenen Mythen und Rituale. Höchstwahrscheinlich war die Gesellschaft hierarchisch und arbeitsteilig angelegt. Krieger, Bauern, Handwerker und Priester. Ob die Himmelsbeobachtungen vor Ort durchgeführt wurden oder ob zusätzliches Wissen von außen kam, ist sehr schwer zu ermitteln. Doch dass es Handel gab, auch in entfernte Regionen, ist durch zahlreiche Funde belegt. Der Ideentransfer kann über den Fernhandel gelaufen sein. Wir gehen davon aus, dass Zinn in den rohstoffarmen Vorderen Orient geliefert wurde. Dafür sprechen Halsringe und Nadeln, die man dort gefunden hat, die europäischen Ursprungs zu sein, scheinen. Wenn es Fernhandel gibt, dann gibt es auch Einzelne, die sehr weit reisen. Unser Verfertiger der Scheibe kann solch ein weitreisender Held gewesen sein, der mit kostbarem Wissen aus dem Vorderen Orient zurückkam. Und dieses dann in einem Gegenstand wie der Scheibe verdichtet hat. Einem Gegenstand, der äußerst einfach zu sein scheint, aber mehrfach verschlüsselt, hohe Komplexität birgt. Das zeugt von einem hohen Abstraktionsgrad des Schöpfers der Scheibe. Und das ist eine äußerst beeindruckende intellektuelle Leistung. Wir können hier nur 4000 Jahre später sagen, Respekt. Mit jedem neuen Erkenntnisgewinn steigt die Achtung vor den Leistungen der Menschen der frühen Bronzezeit. Damals wie heute war das kulturelle Leben geprägt von Wissenserwerb, Handel und Ideentransfer. Auch wenn die Kenntnisse darüber noch lückenhaft sind, über das umfangreiche prähistorische Wissen um Zeit und Kalender berichtet uns das Memogramm der Himmelsscheibe von Nebra.